Jetzt geht es um das Drei-Tage-Fieber. Das wird auch Exanthema subitum genannt, weil es eben dazu so einer plötzlichen Hauterscheinung kommt. Und es wird hervorgerufen durch den humanen Herpesvirus 6, beziehungsweise seltener durch den humanen Herpesvirus 7. So, den habe ich einfach mal so gemalt mit so ein paar Bläschen drauf, ne, weil Herpes erinnert einen ja immer an diese Blasen an der Lippe. Ja, und das Ganze äußert sich durch sehr hohes Fieber, was zu einem ganz abrupten Ende führt. Das war auch 3-Tage-Fieber. Nach ein paar Tagen endet das Fieber ganz plötzlich. Und genauso plötzlich, wie das Fieber endet, kommt eben das Exanthem, deshalb auch Exanthema subitum. Das ist, wie ihr hier seht, so ein stammbetontes Exanthem, nur ein bisschen an den Akren und an den Extremitäten. Das ist makulös, also hat sozusagen, ist vorwiegend Flecken, das ist nicht so erhaben. Und sehr, sehr feinfleckig. Und dann, wie hier eingezeichnet, dann noch die Fieberkrämpfe. Die sind vor allen Dingen beim humanen Herpesvirus 7 häufiger der Fall. Allerdings ist das Ganze eher selbstlimitierend. Das verschwindet und verblasst dann auch recht schnell. Und deswegen stellt man die Diagnose erstmal klinisch und therapeutisch macht man nicht besonders viel. Wenn man ganz sicher gehen will, kann man natürlich noch sich die IgM-Antikörper anschauen. Das Ganze hat eine Leukozytopenie und erhöhte Lymphozyten, wie es halt bei Virusbefall häufiger der Fall ist. Und es kann ganz, ganz selten zu Komplikationen kommen. Und diese Komplikation wäre zum Beispiel eine Meningoenzephalitis. Die ist aber sehr, sehr selten. Wie gesagt, Therapie einfach nur symptomatisch. Und genau, das war es eigentlich auch schon zum Drei-Tages-Fieber. Sollte man auf dem Schirm haben, ist eine der eher angenehmen Differentialdiagnosen, wenn man es mal mit Ringelröteln, Röteln, Masern etc. vergleicht.